grüß euch gut. Mädel und Buben, hier ist wieder der Peter vom Barbecue Alt Perlach. Bin hier im New Forest unterwegs und wollte euch jetzt einfach mal so ein bisschen zeigen, was wir die letzten Tage so getrieben haben, wo wir unterwegs waren und was sich so ergeben hat. Nichts Besonderes, einfach nur wieder so ein kleines Road-Movie. Einfach so ein paar kleine Eindrücke aus England, wo es ja der landläufigen Meinung dauernd ringt. Und ihr seht es ja bei einer etwas roten Birne, wo ich mir einen Sonnenbrand geholt habe. Also viel Spaß mit dem kleinen Video. Paul, was machst du da? Kalt! Du machst kalt? Ja, holst Wasser. Hallo! Holst du Water? Hi! Was wollt ihr fangen? Krabben? Und da braucht man natürlich auch Wasser, gell? Weil in den Eimer, wo die Krabben reinkommen, muss ja Wasser rein. Da ist ja Wasser und Schlunz ist drin. Ich weiß. Aber warum Schlunz ist? Essen. Essen, okay, Schlunz jetzt ist Essen. Heißt tatsächlich so ein richtiger arbeitender Hafen hier, gell? Schaut mal. Fischerboote. Eins nach dem anderen. Fischer. Albi. Krabben. Ja, weiß der Teufel, was damit passiert. Die Möwen sind jedenfalls sehr interessiert. Da liegen halbe Krabben. Viel Krabben- und Hummerfischerei hier scheinbar. Hätte jetzt sehr Lust auf einen Hummer, gell? Aber wir haben ja neulich unsere Flusskrebse gehabt. Hier ist meine Maus, die versucht auch Krebse zu fangen. Hey, wir haben schon welche. Krabben oder Krebse? Krebs oder Krabben. Krebs oder Krabben? Krabbenkrebse. Ja, und auch, die werden wir auch wieder reinschmeißen, die nehmen wir nicht mit holen. West Bay ist ja bekannt für seine Cliffs, gell? Irgendeine Fernsehserie wurde hier gedreht. Wie hieß die? Broadchurch. Nie gesehen, nie gehört. Man kann nicht alles kennen. Die Cliffs hier, schaut mal. Da sind die da hinter mir. Ziemlich steile Almen. Leck mich am Senkel. Da geht's aber. Da kann man oben entlang laufen. Und dann so auf dem Bauch nach vorne robben und oberschauen und sich gründlich gruseln. Ansonsten ist hier jetzt gerade scheinbar Angeltime. Also der ganze Pier hier ist voll mit Leuten, mit Angeln, Krebsfanggeräten. Und die holen sich scheinbar alle neue Abendessen. Ich sag's euch mal, schaut's mal darüber. Also hier wird heftigst geangelt. Alle mit den Angeln. Außer du. Da ist noch ein Fischermann. Und hast du es erwischt, eine Schnecke? Ah, ein Stück weiter vorne ist so eine Horde junger Jugendlicher. Klar, seien sie jung, wenn sie Jugendliche sind. Offensichtlich haben die getaucht oder gesurft oder sonst was. Und albern jetzt am Strand ein bisschen rum. So eine typische 15-, 16-Jährige. Halbstarke haben wir da früher gesagt, gell? Half Strongs. In Pokémon. Die anderen stürzen sich in den Hafen. No swimming.
Da sind jetzt ein paar Mädels aufgetaucht. Jetzt müssen die Jungs natürlich kräftig gockeln und zeigen, wer der Beste ist. Ich amüsiere mich hier köstlich. Die haut sie reihenweise da diese Keimauer runter, die beim Schild No Swimming. Aber die werden ja nicht schwimmen, die werden ja was hupfen. Schau mal, ob ich von vorne vielleicht ein bisschen einen besseren Blick noch habe, wie das da ausschaut, wenn die da oben hupfen. Ansonsten ist das hier schon ein ganz netter Zeitvertreib. Rückwärts. Ui, Quatsch. Sagen Sie mal hier in der Chesil Smokery, da ist uns ja schon erzählt worden davon, ich glaube von John sogar, gell? Nein, von unserem Captain gestern von auf dem Captain Schiff. Captain gestern am Schiff, genau. Der hat gesagt, wir sind hierher gehen, die machen hier Fischräuchern und sonst was. Und ich habe gefragt, wir dürfen reingehen mit der Kamera und werden natürlich auch Fisch kaufen, wie zum Fischpei heute. Es riecht total nach Rauch, also nach Smoke. Und hier ist die ganze Palette, was es hier gibt. Und das ist Jammin. Jammin, the boss. Yes. So, what we need is smoked haddock. Yes. Yeah. Like this is that smoked haddock is shellfish. And what else? Cod? I don't know. What? The weird unsmoked fish as well. There's a fish pie fish thing. I think we have some salmon. Yeah, this one? Yeah. That's just a tail piece. Can be a bit more salty. Oh, ich glaube, das war's schon, oder? Bestimmt nochmal so eine gesmokte Ente. Aha, okay, I just learned me smoked duck. And I think that was it. Ah, so here's the smoker. Hier ist ein großer Smoker. Anja voluntarily shows us. Anja zeigt ihn schon mal ganz freiwillig, hat sie noch nie gemacht, wie groß das Smoker ist. Quite a bit of racks in there. Yeah. How many southern sites for example would you be able to? 244. Also 244 Lachshälften, die macht es immer noch. And it's operated by fire, electric or? Electric. Electric. Yeah. So there's kind of a side firebox somewhere. Yeah. And we might be able to look at it. Oh, let's go into the secret chamber. Yeah. Ah, here it is. So there's kind cooker of element. A there's a head spirale drin, and then you put heats the up the plate. And it is what? Oaken apple. How surprising. Is there any secret ingredient in there? We do have a handful of garden beets. Ah, you know it was garden beets. I'll show you. I know it from whiskey. Garden, is it just normal? Yeah. It's not the one you use for whiskey, the peat. No, it's Irish moss peat. Oh, sure. Irisches, Irish. Also Irisches Moor Torf. But it's not solid, is it? No. That's the apple. That's what we call the apple chipping. Apple chips. Torf. Das brennt gut und lange. Torf brennt gut und lange und macht guten Geschmack im Whisky. He said it burns long. It's nicht steadily and it gives a good taste to whisky. Yeah. Oh, I can see chains here. Maybe you should explain why you're always also, warum wir jetzt wieder rumlachen, ist, dass wir das dritte Mal versuchen, weil wir das mit der kleinen Handkamera mit der Nigria machen und meine Frau, die sehr selten in der Hand hat. Und irgendwie haben wir es geschafft, zweimal so wunderbar hier alles zu erklären, aber nicht aufzunehmen. This is why we dig. Yeah. Just a bit. Und natürlich haben wir die Ketten vorher schon gesehen, aber jetzt nochmal. Oh, chains! Oh, it's chains here. And they operate something that puts Yeah, there's three arms in there that spin round. Also es ist wie so eine, bleib mal hier, wie so ein Schaufelbagger, der da das Holz da reingibt. Ich habe schon mal gefragt, der ist 50 Jahre alt, ist wichtig. So, we know that already. Yeah. And, Ersatzteile gibt es keine. If something breaks, you have to kind of carve.
specially made, yeah. Ja, I think we're finished. Ist der rote Button? Ah ja, we're still on cam. And I do thank you very, very much. It was a great pleasure. Ja, also wer mal hier in der Nähe ist, Bridford, West Bay oder so, Chesil, Chesil Smokery, unbedingt ein Besuch hier. Very nice. Yeah. Very happy that we got here. So, thanks to the skipper of yesterday, who said you just have to pass Bridport and if you ever get there. We didn't have the proper address, so we said we'll open the window. So, die Chesil Smokery und eine wunderbare kleine Führung mit einer wunderbaren jungen Dame und da drin sind unsere Schätze und jetzt fahren wir heim, weil den Rest von Fischbrei kaufen wir später. Wir müssen nämlich Wäsche aufhängen jetzt erst einmal. So Mädel und Buben, jetzt melde ich mich mal kurz aus dem New Forest. Der New Forest ist ein großer Nationalpark. Ja, hier von uns weg sind es so 120, 150 Kilometer. In der Nähe von Southampton, also westlich von Southampton, wer es auf der Karte nachschauen will. Der New Forest ist in alten Zeiten mal, hat man ihn hier abgeholzt, um Schiff, also Holz für den Schiffsbau zu bekommen. Und deswegen gibt es ja wahnsinnig viel Heideland und der New Forest ist bekannt für diese Jungs hier. Ja, hier laufen haufenweise freie Tiere rum, also die berühmten New Forest Ponys, die da. Die laufen hier wirklich frei rum, haben auch absolut Vorfahrt, die darf man weder verscheuchen noch sonst was. Und dazwischen gibt es noch viele Rinder, Esel und das läuft hier alles frei rum. Es ist streng verboten, die Tiere zu füttern, deswegen machen das meine Kinder so gern. Ja, immer schön, wenn es nicht alles. Ja, wir sind in der Nähe von einem Ort namens Buckenhurst. Da wohnen unsere Freunde, die ihr ja schon kennt. Ich habe zwei Freunde. Nur solange du Möhren hast. Ich habe aber keine. Du musst ja aufpassen, sonst kommen nämlich so ein Pferdeschädel auch noch ins Auto rein, weißt du? Paul, hör auf zu hampeln. Ich komme nicht weg hier. Also die haben hier null Schiss. Die stehen da teilweise auf der Straße rum. So. Hier haben wir nur eins. Ich bin mein Lieblingsspiel. Paul lässt sich in die Faust beißen. Nö. Der steht da und denkt sich, hier gibt es jetzt noch was oder nicht? Schau mal, wer da noch kommt. Ein paar Steaks. Da hinten. Papa, du hast doch sicher einen Grill dabei, oder? Dann kann ich lässt dir jetzt noch ein Tiefungsstück. Also, warum hier so viele sind von den Viechern, ist relativ eindeutig. Da ist nämlich da hinten ist so ein kleiner Teich. Unter den Bäumen, da wo dieses Rind steht. Stundenlang stehen wir jetzt. Kommt schon wieder so wie hinter euch. Gut, dass wir gerade im Tesco irgendwie portionsweise, kiloweise Möhren gekauft haben. Also gelbe Rum, wie man in Bayern sagt. Ich hoffe, dass meine Kinder bald fertig sind. Lass mal ein bisschen weiterkommen. Papp wäre jetzt schön. Ja, mein Freund Paul, der hätte jetzt schon mit mir das vierte Bier drin. Windig. Wir sind immer noch im New Forest. Jetzt haben wir wieder anhalten müssen. Hier sind wieder einige Pferde. Auf der Karte sind wir hinter uns sehen. Das ist so eine Wasserstelle. Da scheinen die alle sich zu versammeln. Und ja, bestimmt 30 so Viecher da. Sind wieder in einer Straße, wo es heißt Vorsicht. Tag und Nacht können Tiere auf der Fahrbahn sein, also nicht nur die Pferde hier, sondern auch die Esel und die Kühe und die Rinder und die Kälber. Die Pferdel werden im Winter oder vor dem Winter gezählt und kommen in Ställe. Also es ist jetzt nicht so, dass die frei rumlaufen,
sondern die sind hier quasi ein bisschen wie die Kühe auf der Alm. Von Frühling bis Herbst wohl draußen in der Forest. Also die haben entweder so wie das da drüben, da sieht man das, ein Halsband um. Manche haben auch so Brandzeichen, damit die Leute ihre Viecher finden. Und inzwischen sind es auch wohl immer mehr Rinder. Vorher haben wir ja zwei so Hochlandrinder gesehen, weil das für die Besitzer der Rinder sehr gut ist. Die können quasi sich das Futter sparen, müssen keinen Stall sauber machen. Hier ist eh alles verschissen, naturgedüngt meine ich. Und ja, so ist es also, ganz lustige, schöne Atmosphäre. Und wie gesagt, das meiste ist hier nur noch so Heideland. Was hier ganz lustig ist, im New Forest, vielleicht sieht man das da hinten, dass auch in den Bereichen, wo Wald ist, Forest heißt ja nun mal Forst, man sehr weit sieht, weil da stehen die Ponys drin und die Bäume, sieht man das, sind alle so auf, ja, 1,80 bis 2 Meter abgefressen, weil die nämlich da unten alles wegfuttern. Das heißt, auch hier, wo es wirklich Wald ist, wenn man durchgeht, ist es alles sehr weitsichtig, also weitsichtig, sagen wir alle, altersweitsicht. Na, aber man sieht sehr weit und es ist gar nicht so dunkel wie bei Hänsel und Gretel daheim. Also da hinten sieht man das nochmal ganz gut mit diesem auf 1,80, 2 Meter hoch abgefressenen Bäumen. Da drüben auch, da stehen aber hier drin im Wald. Und, was sind meine Leute? Da kommt auch gerade eins auf sie zu. Hier sind teilweise richtig zusammen. Gibt aber ein bisschen wildere. Mein Sohn hat vorher gemeint, er muss auf 3 Pferde zugehen und denen auch Karotten geben. Die haben natürlich sofort angefangen, sich um das Ding zu kloppen und mit den Hinterfüßen aufeinander loszugehen. Da ist ein Kupf, mein Bub. Pferde hinter meiner Frau, meiner Tochter her. Auf der Suche nach Futter, ja, weil hier gibt es ja fast nichts. So ein Video ist natürlich gefährlich, gell? Wenn ihr es mit euren pferdebegeisterten Kindern anschaut. Also, gerade Mädels haben wir so, ich würde sagen, so zwischen, ja, wann kommt das, so 7 bis 18, immer eine Pferdephase. Also, es geht fast nicht ohne. Und wenn die das sehen, dass die hier alle frei rumlaufen, ihr wisst jetzt, warum meine Tochter so gerne nach England fährt. Nur damit sie einen Tag hier sein darf. Und ein bisschen mit den Pferdeln kuscheln. Es sind ja keine Pferdeln, es sind New Forest Ponys, heißen die. Sind wohl nicht ganz so hoch wie Pferde. Ich bin jetzt selber kein Pferdespezialist, außer Pferderouladen und ähnliches. Aber das darf ich nicht sagen, wie meine Tochter daneben steht. Und dann gibt es ja noch ein paar kleinere. Und ich glaube, es sind sogar ein paar Dartmoor-Ponys auch noch dabei, die von da drüben hier rüber gekarrt wurden. Ja. Fällt mir noch was ein? Nein, fällt euch noch was ein? Auch nicht. Na dann, geh jetzt weiter. Ein Wort noch zum Straßenverkehr hier. Es gibt Straßenverkehr, da gehen Straßen durch. Da drüben sieht man zum Beispiel eine, da fahren auch Autos. Die Viecher haben absoluten Vorrang. Ne? Ja. Und, schau mal hier. Du hast doch was Schönes in der Tasche, das mögen wir. Ich habe so knappe Artikel in der Tasche. Da kommen da meine Pferde daher. Also, die Pferde haben Vorrang, die Kühe, Esel, alle Vorrang. Wenn sowas auf der Straße steht, dann hat der Mensch gefälligst anzuhalten und sein Auto sowieso. Und na, da muss man halt warten, bis die Gefahr vorbei ist. Ja, die haben ja eine Ruhe, diese Viecher. Die sind es total gewohnt und kann schon passieren, dass die einfach mal so 10 Minuten auf der Straße stehen und dann anschauen. Also gerade die Esel machen das gern. Es ist dann immer, wie sagt man, ein Kodak-Moment. Holt man ein Fotoapparat raus und macht Fotos. Wobei Kodak, kennst du Kodak? Nee. Kriegt noch Fleisch. Die 14-Jährigen kennen das nicht. Klingt nach Fleisch. Oh Mann. So viel, dass euch das kleine Video Spaß gemacht hat. Ich habe jetzt gar nichts zum Trinken dabei. Hier im New Forest und das Wasser da drüben. Das lasse ich, die Pferdel. Wollte euch nur mal zeigen, wie das hier so ist mit den Pferden, weil mich zwei, drei Leute gefragt haben, kannst du das mal nochmal drehen? Und das haben wir jetzt gemacht. Und Entschuldigung,
wenn es euch Spaß gemacht hat, das übliche Abonnier-Button, Daumen hoch wäre schön, netter Kommentar wäre schön. Und dann sehen wir uns demnächst. Ich denke, dass ich noch ein, zwei Videos hier mache in England, im New Forest. Vielleicht nur eins, vielleicht kommen wir noch mal her. Aber wir werden noch einige Ausflüge machen. Also, macht es gut und pfiat euch.